Army von Android Next. Und ja, der Nikolaus steht kurz bevor. Am Freitag ist es soweit. Und da mag manch einer sich schon überlegen, was er sich denn im Stiefel wünscht. Beziehungsweise manch einer, der mit einem Smartphone-Fan zusammen ist, mag sich vielleicht überlegen, was er dem denn in den Stiefel packt. Und ich habe da neulich eine tolle Idee gehabt. Und zwar, jetzt werdet ihr euch wundern, Displayschutzfolien. Ich selber war nie ein Fan von Displayschutzfolien. Also ich habe meinen Galaxy S3 wirklich ohne Folie anderthalb Jahre lang benutzt und dementsprechend auch ordentlich zerkratzt. Wobei mit Gorilla Glass ist das ja eigentlich oftmals und im Idealfall gar nicht so ein Problem. Auch mein Nexus 5 habe ich jetzt zunächst immer ohne Displayschutzfolie benutzt. Auch ohne bleibende Schäden bislang. Aber wir haben neulich eine Offerte eines Herstellers von Displayschutzfolien, Displex, den kennt man, die sind relativ bekannt und ja auch positiv berühmt auf diesem Sektor, bekommen. Wir mögen doch mal ihre neuen Individual Display Protection Folien ausprobieren. Haben wir gemacht und ich muss sagen, ich war recht angetan, und zwar auf zweierlei Ebene. Zum einen haben die hier so ein patentiertes Fixierungssystem. Das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber es ist ganz cool, zeige ich euch gleich. Und zum anderen ist das im Ergebnis wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe das jetzt auf dem Nexus 5 hier drauf und ich hatte mich vormals immer so ein bisschen gegen Displayfolien gewehrt, weil ich dachte, naja, man merkt ja doch, dass da nochmal eine Schicht drüber ist. Die Touch-Responsivität ist vielleicht nicht mehr so toll und auch das, was man da auf so einem nominell Full-HD-Screen dann noch nach Folie sieht, ist bestimmt ein bisschen eingeschränkt. Und ich muss sagen, dem ist nicht so. Das sieht weiterhin super aus und ich merke in den alltäglichen Benutzungen eigentlich gar nicht, dass da eine Folie drauf ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, zum Nikolaus als Anregung, zeige ich euch jetzt mal im Detail, wie diese Displex-Folien funktionieren. Wir haben hier, kommt einfach mal in die nähere Perspektive. So, hier. Wir haben zwei hier bekommen. Es gibt noch viel, viel mehr. Also wir haben hier eine fürs Nexus 5 und eine fürs Samsung Galaxy Note 3. Das sind die Geräte, die sich gerade auch in der Redaktion befinden. Wir haben es beide mal ausprobiert. Der Frank auf seinem Note 3, ich auf meinem Nexus 5 und sind beide soweit ganz gut angetan. Das noch dazu, also Touch funktioniert weiterhin ganz super, wie es soll. Und auch auf dem Note 3, der Stylus funktioniert weiter, kann ich euch kurz zeigen. Also hier ist die Folie auch schon drauf. Ich hole den Stylus mal raus. So, dann mache ich das Ganze jetzt hier mal, oh, verkehrt rum, mal an. Kleinen Moment. So, und dann seht ihr, Folie ist drauf. Stylus funktioniert so, wie er soll, ohne Verzögerung oder sowas. Also diese Funktionalität bleibt völlig unbetroffen davon, dass da eine Folie drauf ist. Und ihr seht jetzt auch schon, also von der Folie sieht man im Normalbetrieb gar nichts. Man fühlt es auch nicht, fühlt sich alles ganz normal an. Der Kollege Frank hat allerdings beim Draufmachen, war der etwas weniger sorgfältig und hat hier so ein paar Blasen. Da müsst ihr drauf achten, hier, wenn da Staubkörner, ich weiß nicht, ob man das hier unten erkennen kann, Staubkörner oder so Fusseln darunter sind, die kriegt man dann ganz schwer weg. Also man muss auf eine saubere Oberfläche achten. Mir ist das bei meinem Nexus 5 deutlich besser gelungen. Also hier ist wirklich alles blasenfrei und ihr seht, hier oben sind die Aussparungen für die Sensoren, für den Hörergrill und für die Frontkamera. Diese Folien sind jeweils wirklich angepasst an die Geräte. Laser genau, sagte man uns. Und ich kann mich wirklich nicht beschweren. Also es sitzt hier einwandfrei. Ich habe sie hier oben ein bisschen schief angebracht, aber mit etwas Übung kriegt man das auch deutlich besser hin. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal, was in dieser Packung ist. Wir nehmen mal die hier vom Nexus 5. Ich habe die hier schon etwas wild aufgerissen, aber wir gucken mal kurz rein. Also, das war's. Wir haben, sehr wichtig, ein Putztuch. Damit macht man eben, bevor man das Ganze macht, die Oberfläche möglichst sauber, damit da eben kein Staub drauf ist. Hände waschen ist auch empfohlen, damit da keine Fettflecken drauf kommen oder sowas. Also man sollte schon gucken, dass die Umgebung einigermaßen sauber ist. Dann haben wir hier so eine Anleitung, in der Schritt für Schritt erklärt wird, wie das Ganze funktioniert, was ich jetzt quasi mal so übernehme. Hier ist die Folie auf Folie. Erkläre ich euch gleich, was es damit auf sich hat. Und hier, das ist wichtig, sind so kleine Aufkleberchen. Und das Ganze funktioniert jetzt folgendermaßen. Man nimmt sein Telefon, macht es so, macht es sauber. Dann nimmt man die Folie und zwar so, dass, jetzt muss ich kurz überlegen, dass quasi genau so. Also, dass die Folie selber hier oben drauf ist und quasi diese blanke Rückseite, die eben nachher nicht aufs Gerät kommt, dass die unten ist. Dann lege ich das quasi so hier drauf und richte das Ganze anhand der Öffnung hier oben möglichst optimal am Gerät aus. Ich mache das jetzt hier nur so rudimentär. Ihr macht das zu Hause, dann, wenn ihr es ausprobiert, ganz akkurat. So, und wenn ich das Ganze hier fixiert habe, dann muss ich das halt irgendwie festhalten. Also das ist natürlich ein bisschen friemelig, aber das ist halt bei so Folien so. Dann würde ich eben diese Aufkleber hier abnehmen. So, das kann man natürlich auch selber mit Tesafilm machen, aber das Displex, das hier mitliefert, macht die Arbeit natürlich um einiges leichter. So, dann nehme ich hier diesen Aufkleber. Jetzt gucke ich nochmal, dass das hier alles richtig sitzt, wie es soll. So. Und dann klebe ich quasi den Aufkleber hier
Folie und Gerät aneinander. Das ist eben die Fixierung des Ganzen. Das Ganze mache ich oben sicherheitshalber auch nochmal. So, gucke ich nochmal, dass alles richtig sitzt. So, und dann klebe ich das, ups, jetzt wieder verschoben, klebe ich das hier wieder fest. So, und jetzt habe ich quasi die richtige Position. Und jetzt kann ich das Ganze, jetzt habe ich es am Tisch festgeklebt, das ist natürlich nicht so gut. So, jetzt kann ich das Ganze aufklappen und dann ziehe ich hier hinten die Schutzfolie ab. So. Und klappe es jetzt einfach wieder, pusten wir nochmal drüber, dass wirklich aller Staub weggeht, und klappe es jetzt einfach wieder zu. Und jetzt seht ihr schon, die zieht sich so von selber ran. Jetzt sind natürlich noch ein paar Luftblasen, die kann ich je nach Gerät relativ einfach dann einfach so rausschieben. So, hier seht ihr jetzt, hier war ein Staubkorn bzw. ein Fussel drunter, den kriege ich jetzt nicht so ganz weg. Aber beim ersten Mal zumindest, als ich da in einer etwas arbeitsameren Umgebung war, ging das sehr, sehr gut. Und zum Schluss kann ich eben diese Schutzaufkleber hier wieder abmachen und das Gerät dann auch hier auf der anderen Seite von Blasen befreien und festziehen. Und dann sitzt das Ganze hier eben sehr, sehr schön, sehr passend drauf und funktioniert weiterhin super. Also ich bin relativ angetan. Die bleibt jetzt auch drauf, die Displex. Jetzt habe ich natürlich eine zweite hier drüber gemacht. Die muss ich nachher wieder abfummeln. Doppeltfolie muss dann auch nicht sein. Aber im Großen und Ganzen ist das eine feine Sache. Gibt es, wie gesagt, fürs Note 3, fürs Nexus 5. Es gibt auch welche fürs S4. Also für alle gängigen Geräte hat HTC One, iPhone auch dabei. Links, wo ihr das bestellen könnt, packen wir unten ins Video und auch in den Artikel dazu. Phonehouse zum Beispiel bietet da ein Sortiment. Kosten 8,99, 9,99, je nachdem. Es gibt auch für 12,99 einen Gutschein sozusagen. Den kann man dann bei Displex einsenden und sagen, ich brauche für das spezielle Gerät, wenn es die so nicht im Handel gibt. Und ja, also für alle, die eine Display-Schutzfolie für ihr Gerät noch brauchen, die können sich gerne von Displex die schenken lassen zum Nikolaus, oder alle, die einen Geek beschenken wollen, packen die vielleicht einfach in den Stiefel. Finde ich eine nette Idee. Und wenn selbst jemand wie ich, der sich Display-Schutzfolien gegenüber bislang verweigert hat, angetan ist, dann kann das nicht so schlecht sein. Ja, das war Armin von Android Next mit einer kleinen Empfehlung für ein Nikolaus-Geschenk. Warum nicht mal eine Display-Schutzfolie? Bis dahin, tschüss.